Guten Tag. Willkommen im Gebetomat. Das war jetzt ein Gebet, das war gesungen. Das ist von der evangelischen Kirche. Nein, von der katholischen Kirche war das sogar. Und also es hört sich sehr schön an. Es hört sich auch, als ob man jetzt in der Kirche wäre. Und ja, es beruhigt auch einen. Ich bin selbstgläubig, ich bin russisch-orthodox, wurde auch so erzogen, kenne von daher auch ein paar Gebete. Und mich hat jetzt eigentlich interessiert, was ich denn da so ja, wiederfinde. Ne? Ich finde, zum Glauben gehört Beten. Deshalb wird jeden Abend schön brav gebetet. Ich habe mir gerade was vom Islam angehört, weil ich halt auch den Islam als Religion sehr interessant finde. Ich war auch früher mit sehr vielen Muslimen befreundet und fand das halt damals schon sehr interessant, wie gläubig viele Muslime sind. Also ich hatte damals eine Freundin, die ist halt wirklich sehr gläubig gewesen und die hat morgens gebetet, abends gebetet und mittags auch noch nach dem Essen. Und die hat halt wirklich Allah dann für alles gedankt, dass sie ein Leben hat und die war total glücklich und ausgeglichen. Und ich finde halt, das kann man halt wirklich vom Islam halt lernen. Also als dieses Angebot des Gebetomaten an die Schule kam, war ich natürlich auch erst einmal stutzig, weil Gebetomat, ja, das passt nicht so richtig zusammen, Gebet und Apparat. Aber irgendwie war ich neugierig und ja, ich denke mir, probiert das einfach mal aus. Nee, mach mal ein Sonstige. Mir persönlich ist es schon immer wichtig, auch in der Schule, innerhalb des Unterrichts, kleinere Meditationen anzubieten. Und das ist natürlich dann das wirkliche Gebet, was wir daraus machen. Ja, denn das ist dann immer noch so eine Diskussion wert. Was hat der Gebetomat wirklich, ist das Gebet, was da ja, uns präsentiert wird. Das ist ja auch Gebet, aber es wird präsentiert. Das ist nicht mein Gebet. Ja. Und zu schauen, bekomme ich da vielleicht auch Anregungen für mein eigenes Beten.